Und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Ja, ich habe mal ein bisschen News für euch. Ich habe den Abschnitt hier nochmal neu gespielt. Sprich, ich habe beim letzten Bosskampf eine Long Rest gemacht. Jetzt haben wir hier zwei Short Rests zur Verfügung. Das hilft und ich habe den Kampf hier nochmal gemacht. Und ich habe meinen Hinweis geholt, wo das mit der Klinge der Grenzen ist. Das hätte ich eigentlich schon gefunden gehabt. Ich bin aktiv daran vorbeigelaufen. Ist nämlich hier. Hier jetzt nochmal zwei Kammern. Ich nehme mal sie hier. Und wir müssen zu dieser letzten Kammer hier. Da haben wir doch jemanden. Perish the thought. Every word was nothing less than true. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Mizora's life rests in your hands. Perhaps you could end Will's pact here and now. Minus 1. Plus 5 einschüchtern. 16. Ah, oh, das machen wir mit Boni. Oh shit, ich hoffe, das wird was. Ach du Scheiße. Das ist sehr gut. Incredible. You actually think you hold the winning hand? Ja, irgendwie schon. Fine. I'll play your game. But I amend the pact. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. This. Open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with illithid symbols. The controls are open to your tadpole's command. To your authority. Untersuchen. You decipher the symbol. It's an illithid sigil, meaning unleash. Okay. Okay, und das andere? You can make no sense of the symbol. Auslösen? I guess. Oh, das war richtig. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. Oh, ich bin aber ein. As for the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. You're a disgusting little shit. You know that, Mizora. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Ich weiß nicht. So, soll man? Ich weiß nicht. Ich will mich mit ihr auch nicht anlegen. Dead serious. Don't let the smile fool you. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Okay. Tada. Ja, geil. Naja, immerhin 6 Monate. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie gekürzt. Alter, ich schau so badass aus. Gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage, ne? Gehen wir da einfach mal hier wieder. Ach, warte mal, hier waren die Kollegen, mit denen wir kämpfen mussten. Mit denen habe ich jetzt quasi noch nicht gekämpft.
wir gehen hier mal raus. Guck mal, diese Hirnbiester greifen mich nicht gerade direkt wieder an. Das war's, ich übernehme mal. Ich nehme mal uns selber hier mal. Okay. Nicht feindlich gesinnt. Oh, ich weiß schon wieder gar nicht mehr wohin. Warte mal, war hier rein das mit dem Kampf? Mal kurz gucken. Nee, das war hier ganz was anderes. Nicht erreichbar. Das werden wir noch sehen. A whole fleet of Nautiloids. Here, on the Sword Coast. Ach, stimmt, das sind ja diese Schiffe. Was ist das da? Sag bloß, das heilt mich. Oh. I guess. Ich speichere mal kurz. Descend. Nee, aber ich glaube, gleich gibt es Stress. Okay. Schön, dass es nochmal vom Spiel aus gespeichert wird. Ja, aufmachen. Nicht aufmachen. Ah, muss ich das mit jemand anderem machen? No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Es wäre natürlich eine Option, dass wir unseren Magier jetzt mitnehmen. Ja, das Bombe nutzen, aber das wäre ziemlich kaltherzig. Na komm. Mal schauen, was uns da erwartet. Ist immer noch eine Option, aber ziemlich kaltherzig. Oh. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker. Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Auron. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the Astral Prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. Oha. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Auron, I wager. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Auron and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The Lash of Thor.
Alles klar. Ist das der absolute? The Testament of Merkel. An Elder Brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Das mit der Bombe ist vielleicht doch eine Option. Oh, er hat nach wie vor seinen Schaden. Ganz kurz, rundenbasierter Modus. Oder ne, warte mal. Gruppen verstecken. Rundenbasierter Modus verlassen. Mit was haben wir es hier alles zu tun? Wir haben hier Nekromanten. Da kommen wir nicht vorbei. Andererseits, kannst du hier hochspringen? Ich muss mal was probieren. Springen. Könntest du hier hochspringen? Okay, nee. Tun wir uns mal hier aufteilen, hier geht's doch nicht mit. Damn, it's good to be alive. Long and low. Weiß nicht, ob ich mit unserem Charakter vorpreschen soll. Vielleicht sollte ich einfach mal drauf losgehen. Light steps. Secrecy above all. I see a way. Gut. Frag mich nur, könnt ihr da hinspringen? Nicht genügend Bewegungsrate, dann müsste ich da unten rein. So. Staying out of sight. Das sind alles Nekromanten. Los geht's. Ja. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it?
Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Schüttet mich nicht ein, werde die Gunst meiner Königin gewinnen und aufsteigen. Die Befreiung meines Volkes könnte zum Greifen nahe sein. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Ja, ich glaube, aus dem wird nichts. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Gut, das funktioniert nicht. Well, well. Kannst du noch? Gut. There is work to do. Warte mal, vielleicht sollte man irgendwie Schwächen, Verwandlung, Untote vertreiben, Blindheit, Spiegelbilder, spurloses Gehen, Fluch. Ja. Okay. Ich selber bin noch nicht im Kampf. Unerbitterliches Anspringen. Oh shit. Ja, Rettungswurf ist ihm gelungen. Okay, Command. Wir könnten. Warte mal, du hast noch 7, du hast noch 5. Okay, sehr gut. Komm. Geil. Mal einer weniger springen. Bleib mir oben zu beenden. Erster. My Lord brought me back once already. Ouch. Focus your attack, soldiers. Ah, nicht so gut. Wir haben die kleinen Hirnviecher hier. Warte mal, was heißt denn das? Tödliche Befehle. Die betroffene Kreatur wurde befohlen, einen bestimmten Gegner anzugreifen. Ah, fuck. Mehr geht nicht mehr. Ja, lass mal da daneben hin. So ein Scheiß.
gut. Ich bin dran. Üppiges Blutbad. Warte mal, möge die Schlacht beginnen. Versicke du in der Nähe mit einem unverheilten Mal, sodass ihr Tod dich schwieriger zu töten macht. Oh krass. Naja, geil. Blutung hat funktioniert. Yes. Ah, ich habe keine Aktion mehr. Ich hoffe, dass wenn ich dann auf runter gehe, ich wieder in die normale Form reingehe. Aber er ist fast down. Irgendwas, was richtig wehtut. Lenkendes Geschoss. Er hat nur noch 11 Punkte? Wie kann das ein Fehlschlag sein? Alter. Gut, dann schütze ich mich mal kurz selber. Schild des Glaubens. Ich geh mal hier runter. Ja, Gedankenschinder. Schweben, ist klar. Wir sind dran. Make way. Können wir... Nein, nicht auf uns schießen, sondern... Im Nachteil. Wir probieren es trotzdem. Fuck. Das gibt's doch nicht. Gut, Trefferpunkte für mich. Ansonsten... Warte mal, wir haben ja Tatendrang. Machen wir gerade nochmal. Komm. Das muss ja irgendwann hinhauen. Das gibt's nicht. Nein, immerhin Schaden. Aua. Shit, ist gelungen. Ja, toll, jetzt macht er den Scheiß. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Wenn du jetzt schon wieder abhaust. Merkel, Lord of Bones. I am here. I am ready. I am yours. Was für eine Scheiße ist das denn jetzt? Well, fuck. Ah, ganz dezent. Was zum... Kann ich nochmal schlechter werden? Wäre ich jetzt gerade voll gern.
Oh, so eine Kacke. Und ich komme hier nicht mal weg. Ja. Ja, scheiße. Fluch. 184. Haben wir da überhaupt was Tolles? Fluch eine Kreatur durch deine Berührung. Also ja, durch eine Berührung. Und das ist schon mal keine Option. Untote vertreiben. Bringt natürlich nicht sehr viel. Gut, ich könnte es mal probieren, ne? Wo war das jetzt? Ach, da. Das wird vermutlich fehlschlagen, oder? Ja, ist gelungen. War klar. Scheiße. Ausbrüten. Sie darf nicht unbelebt sein. Ach Mann. Zerfleischen bringt sie auch nicht. Heilen brauchen wir nicht. Sammeln auf ihn. Merke ich gerade nicht. Ansonsten hier kann man nichts mehr machen. Alter, so eine Scheiße. Rettungswurf gelungen. Gut. Das ist nicht so gut. Okay. Immerhin. Ich kann noch diesen geilen Jump-Down machen. Damit ich die drei, wenn möglich, irgendwie krieg. Ja, ey, jetzt kann ich eine gewischt. Das habe ich vergessen. Moment, habe ich das Gift jetzt genommen? Alter, ich wollte es eigentlich... Ja, ich überlebe das nicht. Da kriege ich auch eine gewischt. Nicht so gut. Ja, fuck. Es ist aber nicht so schlecht, dass wir da oben sind. Weil dann können wir die Dinger da kaputt machen, weitestgehend. Hat es ja auch auf der anderen Seite. Ja, natürlich. Ja, und wir sind tot. Gute Sache. Ist ja nicht erreichbar da hinten. Shit.
War mich gerade wirklich, ob ich nicht nochmal neu anfange. Vielleicht ist es ein bisschen eine blöde Idee, dass wir da oben stehen, weil ich glaube, er kommt da nicht raus. Tierfreundschaft, Schriftrote Fluch. Ja, mit deiner Berührung. Ja, das ist doch alles doof. Darf nicht unbelebt sein. Schriftrolle Tote beleben. Zombie tut dem Skelett. Nee. Aber ich kann generell einen Diener erschaffen. Zombie. Der hat 44 Leben. Aber Massenheilen. So, mein Junge, du musst jetzt echt mal drauf gehen. Sehr gut. Ansonsten können wir hier nichts mehr machen. Ja, yeah, noch mehr Nekromanten. Immerhin, stellen wir uns mal da daneben hin. Was ist das denn jetzt? Fehlschlag, war ja klar. Könntest du da mal vielleicht gegen ihn da gehen? Sehr gut. Sonst irgendwas Geiles machen? Nee. Fehlschlag, natürlich. Zombie! Springen! Immer nach da oben. So, einmal drauf. Ach du Scheiße! Okay. Moment, wird er die jetzt opfern? Was genau passiert hier? Du wirst dir bitte nicht nachgehen. Also mehr kann ich hier auch nicht machen. Autsch. Das bringt halt alles nichts. Blindheit können wir mal probieren. Erinnerungswurf gelungen. Alter.
Wir brauchen hier Heilung. Bärenherz. Ansonsten sind wir out of action momentan. Tactical. Ich würde natürlich irgendwie versuchen, nach da oben zu kommen. So, Zombie. Kriegst du eine gewischt? Kalte Knochen. Oh, geil. Wissen wir, ein Zombie hätte ich vielleicht früher machen sollen. Beschwörung aufgeben. Ne, das lassen wir so. Kaputt machen. Sehr gut. Da daneben hinstellen. Heilige Flamme, Spiegelbilder. Kannst du irgendwas zum Bezaubern? Das könnte sich hier noch ein bisschen ziehen. Also wir haben noch 10 Leben. Wieso macht das so wenig Schaden? Was ist denn hier los? Alter, ist er da gerade am Chargen? Wo ist er denn? Naja. Nice. Einmal dahin. Und da hinstellen. Alter, warum sind wir jetzt hier unten? Okay, aber sobald ich weggehe. Oh, aber es kommt nicht her. Okay. Du machst einfach weniger 3 bis 10 nur. Aufgehen will ich nicht. Mal springen. What's it gonna take? Ja, komm. Warum? Hallo. Kannst du jetzt bitte mal angreifen? Den Schlag. Und wieder runter. Wir bleiben erstmal da. Einspinnen bringt mir auch nichts. Tierfreundschaft. Fluch. Okay, was macht? Oh, Verfluchen hat funktioniert. Wir gehen mal nach da oben. Mal wieder. Kalach. Ich könnte das tatsächlich noch gewinnen. Oh, geil. Springen. Nach unten, bitte. Beenden. Es gefällt mir nicht, was die da tun.
Was haben wir hier sonst noch? Dimensionstür. Und Piepe-Tür da. Das geht. Zumindest mal bedroht. Scheiße, wir haben einfach zwei down. Say bye bye. Und ich müsste dir eigentlich helfen. Genügend. Ah, Mann. Aber er ist so gut wie tot. Kann sonst nichts machen. Ah, so ein Scheiß. Autsch. Okay, wir müssen auf ihn gehen. Scheiße, was haben wir denn da? Pfeil der Linderung. Pfeil des Blitzes. Fast. Wenn du Pfeil der Rollen des Donners. Mach mal. Ach du Scheiße. Okay, da hätten wir das. Warte mal ganz kurz. Rundenbasiert der Modus. Wir müssen einerseits. It's in his armor. Take it. Ja, gleich. Erstmal das hier. Okay. Und dann brauchen wir eine Rolle der Wiederbelebung. Hast du das zufälligerweise auch? Nee. Warte mal. Bitte mich wiederbeleben, danke. Dankeschön. Und jetzt machen wir erstmal eine Short Rest. Alter. Kefrick from. Was haben wir da jetzt Schönes? In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable, truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny.
The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketherick was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Hmm. The crown's marking suggests it was forged in Netherrealm, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are netherstones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's netheries magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Hmm. Ja, was ist der Plan jetzt? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Also die Bombe wird jetzt immer interessanter, ne? Was haben wir hier Schönes? Ein Schild. Okay. Umarmung des Vollstreckers. Sehr selten. Schwere Rüstung. Magische Rüstung und niederliegender Schaden ist um 2 verringert. Oh, ah. Und Ketherick's Kriegshammer. Nichts für uns. Zerknüllte Notiz. Ja. Okay, warte mal, das war Ketherick vorhin. Ansonsten, glaube ich, gibt es hier eh nichts mehr zu holen. Liebe Gruppe, ihr könnt mal wieder zusammenkommen. Krass. Krass, krass, krass. Und das dürfte nur der Anfang gewesen sein. Dann werden wir mindestens nochmal 2 dieser Bosskämpfe haben. Und dann haben wir noch das Hirn selber. Und wenn das Hirn befreit ist, wird es vermutlich nicht ganz so happy sein. Ich sehe große Schlachten auf uns zukommen. Ja, und Stichwort Schlacht. Da wäre noch diese eine Armee. Aber ist die Frage, ob die Armee vielleicht neutral wird, wenn das große Hirn keine Macht mehr hat. Ha, fraglich. Wir zu viert werden es nicht gegen eine Armee aufnehmen können. So, erstmal mal Gedankengang. War nicht. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für die Episode. Wir sehen uns in der nächsten und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Und ich muss mein Schlechter mal ein bisschen besser nutzen. Ah. Ja, ist okay, Schattenherz. Naja. Okay. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.